Hallo und herzlich willkommen zu InterGeo TV. Mein Name ist Denise und ich begrüße Sie zu diesem Tech Talk mit Bernhard Richter. Er ist Vice President Geomatics at Leica Geosystems, part of Hexagon. Hallo und grüezi in die Schweiz, Bernhard. Ich bin Österreicher, grüß Gott von meiner Seite. Dann mal grüß Gott. Ja, das letzte Mal, da hatten wir uns gesehen, 2016. Da hattest du uns hier auch bei InterGeo TV besucht und damals im Vorlauf auf die InterGeo in Hamburg damals auch über eure neueste GNSS-Solution berichtet, den GS16. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen in deinem LinkedIn-Profil, ich stalke ja ein bisschen auch immer meine Interviewgäste, gefunden, dass du geschrieben hast, out of the box, capture everything before the scene disappears. Da war ich echt gecatcht, das fand ich super spannend. Und ich habe gedacht, ich frage dich mal, was ist denn da out of the box? Was gibt es Neues bei euch an den Tech Solutions? Und deswegen bist du heute hier. So, was gibt es Neues? Das ist die meistgestellte Frage auf der InterGeo, die halt leider heuer nicht in einer Halle stattfindet, sondern digital, was natürlich auch neue Chancen mit sich bringt. Aber wenn ich diese Frage höre, was gibt es Neues, dann möchte ich auch immer wieder ganz gerne erinnern, dass wenn man Leica Premium-Produkte kauft, dann ist man Teil einer Reise, dann wird man durch das Customer Care-Paket immer wieder auf die neueste, auf den neuesten Stand gebracht und hat eigentlich die Vorzüge von allen Verbesserungen, von softwaretechnischen Verbesserungen. Und insofern hat man eigentlich immer ein neues Produkt, das State of the Art ist. Du beziehst dich jetzt auf den GS18i, unsere wirklich neue Innovation im Bereich GNSS. Hier haben wir zum ersten Mal, und das ist einzigartig bislang in diesem Präzisionsgrad, wo wir eine Kamera, eine IMU und GNSS verheiraten, um eben die Möglichkeit zu bieten, in Bildern mit Zentimeter Genauigkeit messen zu können. Wir nennen diese Technologie Visual Positioning. Jetzt, wenn wir an die InterGeo denken, dann kommen da natürlich ganz viele Vermesser, der GS18i, welche Probleme genau löst der, was kann der, was ist diese neue Entwicklung? Du sagst, das ist eine Reise bei euren Produkten, ihr nehmt die Leute auch immer wieder auf die neuesten Releases und so. Was macht der jetzt anders, was die anderen vorher nicht so gut konnten? Und wo sind die Stärken oder auch Schwächen? Wobei ich denke, da sind natürlich jede Menge Verbesserungen auch drin. Also wenn wir mit unseren Mitarbeitern in die Diskussionen gehen, ja, was ist das Nächste? Wo sollen wir unser Geld investieren? Was sollen wir entwickeln? Dann starten wir immer beim Kundenproblem. Und das Problem in GPS, GNSS ist eigentlich immer das Gleiche. GPS-Signale sind sehr schwache Signale, die leicht abgeschattet und geblockt werden können. Nur um eine Vorstellung zu geben, wenn man sich einen Kilometer von einem Cell Tower, von einem Mobilfunk-Tower entfernt, dann ist das Signal 40 Millionen Mal stärker wie das Signal, das ich vom Satelliten empfange. Das heißt aber gleichzeitig, es kann unglaublich einfach geblockt werden und durch Gebäude, Bäume etc. ist es immer wieder nicht möglich, mit GPS zu arbeiten. Das heißt, wir wollen den Bereich, wo man mit GPS arbeiten kann, vergrößern. Und hierfür ist eben Sensorfusion etwas, was uns weiterhilft, diese GPS und GNSS-Limitationen zu erweitern. Und hier wollen wir einfach in Bereiche messen können, die teilweise abgeschattet sind. Ein zweiter Punkt kommt hier dazu, dass gewisse Bereiche schwer zugänglich sind oder nur unter Gefahr zugänglich sind, wie eine stark befahrene Straße oder ein offener Graben, wo Leitungen gelegt werden, ist es ab und zu gefährlich, hinunterzuklettern und den Punkt wirklich physisch aufzunehmen. So hier hat es einen Vorteil, wenn ich von der Distanz diese Punkte aufnehmen kann. Und
Ein weiteres Problem können wir adressieren, dass manchmal der Auftraggeber gar nicht so genau weiß, welchen Grad an Detail, welchen Detailgrad will ich eigentlich vermessen. Und mit dieser Imaging-Technologie kann ich auch zu einem späteren Zeitpunkt Punkte aus den Bildern messen. Ich denke hier wieder an einen offenen Graben, wo man beispielsweise Ventile vergessen hat oder Leitungskreuzungen vergessen hat, aufzunehmen. Die kann man dann, obwohl der Graben vielleicht schon wieder zugedeckt ist, kann man dann später anhand dieses Bildmaterials hergehen und diese Punkte zentimetergenau messen. Und eben all diese drei Probleme, diese vordergründigen Probleme, werden mit dem GS18i adressiert. Alle diese Details, die du gerade erzählst, kann und muss man ja fast mal selbst erleben, erproben, gesehen haben, vor allen Dingen in dem Jahr. Trifft sich die Geo-Community nicht auf der Intergeo physisch, sondern wir werden uns wirklich virtuell, digital treffen, jeder von zu Hause aus, vom Büro aus, am Rechner. Wie löst ihr das? Also wenn jetzt hier interessierte Besucherinnen und Besucher zuschauen, wie kann ich GS18i in Aktion erleben? Wie plant ihr das? Wie ist so die digitale Umsetzung dieser Präsentation geplant auf der Intergeo? Also hier muss ich schon sagen, es ist schade, dass wir nicht in ein paar Wochen in Berlin sind. Wir haben uns eigentlich schon, seit 12 Monaten machen wir uns Gedanken, wie wir den GS18i auf der Intergeo prominent platzieren können. Es hat vor mittlerweile 3 Jahren mit dem GS18T, unserem tiltkompensierten System, sehr, sehr gut funktioniert und es war eigentlich die Intergeo der Startschuss für den geschäftlichen Erfolg von diesem Produkt. Das heißt, wir haben sehr viel nachgedacht, ja, wie demonstrieren wir den GS18i auf der Intergeo. Wir hätten wieder einen kleinen Wettkampf gehabt für die Kunden. Also es ist schon schade, dass es nicht stattfindet. Aber sei es wie sei, wir haben uns jetzt auch sehr viele Gedanken gemacht, wie wir den GS18i digital präsentieren können und demonstrieren können. Und wir werden im Rahmen des Hexagon-Raums, der im Rahmen der Intergeo zur Verfügung steht, Live-Demos machen, weil aus meiner Sicht muss der Kunde wirklich die Technologie sehen, wie sie funktioniert. Wir haben auch natürlich einige Skeptiker, die sagen, ja, diese Technologie ist schwierig zu beherrschen. Natürlich hat die Technologie Limitationen. Wir werden das auch in diesen Demonstrationen zeigen. Aber mir ist ein effektives Anliegen, dass wir hier live zeigen können, was diese Technologie in der Lage ist zu bewerkstelligen. Wir werden hier am Dach auf einem Firmengebäude live übertragen. Die Kunden werden die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, zu interagieren. Also ich freue mich schon auf diese Intergeo-Live-Demonstration. Gleichzeitig ist es in den meisten Ländern eigentlich wieder möglich, dass unsere lokalen Vertriebsingenieure vorbeikommen. Und das ist nach wie vor für die Verkaufsentscheid natürlich ein sehr wichtiger Teil, dass die Leute wirklich in ihrer Umgebung das, was sie aufnehmen wollen, sehen können, ja, welche Produktivitätssteigerung bringt dieser GS18i für ihre Vermessungsprozesse tatsächlich. Ja, wir halten die Daumen gedrückt, keep the fingers crossed, wirklich, dass vom 13. bis 15. Oktober auf der Intergeo digital ganz viele Interessierte aus der ganzen Welt wirklich vorbeischauen und einfach, wie du sagst, reinschauen, Fragen stellen, es einfach mal ansehen und danach eben natürlich auch noch ein haptisches Erlebnis durch Terminvereinbarung und so weiter möglich ist. Der Einstieg ist gegeben, dann auf jeden Fall durch die Intergeo digital. Man wird sich da treffen und vernetzen können in Social Feeds. Wir werden auch live gehen mit der Intergeo Lounge, werden alle an die Hand nehmen, da sehen wir uns bestimmt auch nochmal, dass wir uns auch nochmal hier virtuell zumindest austauschen können. Ansonsten hätte ich dich jetzt gerne noch auf einen Kaffee eingeladen, wie das letzte Mal, als du hier warst bei Intergeo TV. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich verspreche dir, wir holen es wieder nach. Vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und bin gespannt, wie ihr das macht, was wir erwarten können, wie der GS18i dann präsentiert wird und wir sehen uns dann am 13. Oktober. Alles klar. Tschüss. Tschüss, danke schön.